Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Der Tabellenzwölfte aus Zwickau gegen den 9. Bayern 2 am 12. Spieltag. Es ist das historisch erste Duell beider Clubs. Beide zuletzt 4 Spiele ungeschlagen und die Bayern sogar mit 3 Erfolgen in Serie. Und in der ersten Viertelstunde, da treffen die Bayern am häufigsten. Diese konnten die Zwickauer schadlos überstehen und hatten an ihrerseits Gelegenheiten. Früchte, Zwickauer schieben da gut drauf, holen sich den Ball, Hut und er wird getroffen. 22. Minute, Schiedsrichter Behnen entscheidet auf 11 Meter, weil Feldsanier den Fuß reinstellt und gut zu Boden geht. 16 seiner 17 Elfer hat Vitariti verwandelt in der Karriere. Nummer 18 geht daneben. Sonst ein so sicherer Schütze, aber da zählt er nicht genau genug. Früchtl hätte die Ecke geahnt gehabt. Nur wenig später, auf der anderen Seite auch ein heikler Moment. Das ist Erik Köhn. Weite raumgreifende Schritte. Keiner greift so richtig an und dann kommt die Grätsche. Aber der Pfiff bleibt aus. Kein Elfmeter, obwohl hier Lange durchaus auf Köhn trifft, aber eben nicht der Pfiff. So gab es noch die letzte Aktion vor der Pause, Nachspielzeit der ersten Hälfte. Das ist Leon Jensen. Leon Jensen! 1:0 mit einem sensationellen Schlenzer. In die Mitte geklärt von den Bayern. Nicht gut, aber was Jensen damit links macht, ist spektakulär. Und Früchtl kann nur hinterher schauen. Der Schock für die Bayern. Mit der letzten Aktion vor der Pause ging es dann eben in die Halbzeit. Und auch zu Beginn der zweiten sollte der nächste Schock folgen. Ecke Vitariti und Abschluss Elias Hut. 50 Sekunden gespielt im zweiten Durchgang und Hut so mutterseelenallein am Elfmeterpunkt vollstreckt zum 2:0. Macht damit bereits sein 5. Tor. Chancen gab es noch und nöcher für die Zwickauer. Bayern einfach total neben sich gestanden. Dann in der Folge, aber der Ball sollte nicht zum 3:0 über die Linie. Trotzdem, Joe Enochs konnte durchaus zufrieden sein. Solche Chancen wurden allerdings auch sträflich liegen gelassen. Bayern fand gar nicht mehr in die Partie. Wieder Zwickau über Vitariti. Das ist König mit dem Rücken zum Tor. Auf Jensen! Ein super Spielzug wird in der 55. Spielminute belohnt. Mal der tolle Chip und was natürlich auch König sehr gut macht, schippt den Ball ab und der Abschluss ist klasse. Der erste Doppelpack in seiner Karriere für Leon Jensen. Da ist natürlich auch Bayern Sebastian Hoeneß bedient. Bayern zahlten auch durchaus Lehrgeld. Zirkze hatten kaum Torchancen, dann aber mal Timo Kehrn, aber auch der geht klar drüber. Die Bayern eben kaum mit Schüssen aufs Tor. Wenn, dann ging es drüber und hinten waren sie auch dazu. Zu unkonzentriert. Wir hatten nach der Halbzeit einen Blackout. Das kann man nicht anders erklären. Beziehungsweise halt durch den direkten Treffer vor der Halbzeit, direkter Treffer nach der Halbzeit, haben wir einfach mental gewackelt. Und in diese Wunde ist Zwickau voll reingegangen. Trotzdem, die Stimmung der zahlreich mitgereisten Bayern-Fans war gut. Noch besser bei Doppeltorschützen Leon Jensen. Manchmal gibt es so Tage, an denen einfach jeder Schuss ein Treffer ist. Das war heute im Prinzip so. Von daher auskosten und so viele Tore wie möglich machen. Also auch gemischte Gefühle nach einer Partie, in der Zwickau auch einfach Gedanken schneller war und den besten Drittligastart der Clubgeschichte weiter ausbaut. Damit überholen die Schwäne den FC Bayern 2 in der Tabelle und stehen damit jetzt auf Rang 7. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.